Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über Konzentration reden. Und Eichhörnchen. Und Konzentration ist ein sehr wichtiges Thema. Und Eichhörnchen. Diesen Witz werden wahrscheinlich nur die Leute unter euch verstehen, die den Film Up gesehen haben. Ja, in dem Film Up gibt es eine lustige Szene, wo ein paar Hunde miteinander reden. Sie können miteinander reden und sie sind ständig abgelenkt davon, dass jemand Eichhörnchen ruft. Ja, Eichhörnchen. Und nein, also lass uns mal konzentrieren und lass uns mal auf die Botschaft konzentrieren, die ich heute für dich habe. Ja, also die Idee. Was kann man tun, um sich zu konzentrieren? Zum einen ist gut, wenn man sich nicht ablenken lässt, wenn man Versuchungen vermeidet. Ja, also Handy weglegen, alle Dinge, die einen irgendwie ablenken können, vermeiden, ja, alles weglegen, so dass man auch einen aufgeräumten Schreibtisch hat, ja, also den Schreibtisch aufräumen, keine Papiere, die irgendwo rumliegen und die nerven können, und wenn man den Computer braucht, dann nur ein Programm offen haben und so weiter und so weiter. Ja, ich meine, das kennt ihr alle schon. Ne? Aber heute möchte ich noch darüber reden, wie... Also für mich ist es sehr hilfreich, wenn man abgelenkt wird, dass man dann gleich wieder zurückkommt zu seiner Arbeit. Ja, ich glaube, der Gedanke, der heutige Gedanke, ja. Und zwar geht es mir so, wie mit vielen Leuten auch, dass ich abgelenkt werde. Ja, ich werde abgelenkt. Ich merke zum Beispiel, jetzt gerade bin ich gar nicht so konzentriert, ja. Ich bin ein bisschen abgelenkt von der Schönheit hier, ne. Also, der Herbst ist echt herrlich. Der Herbst ist herrlich. Ja, ich bin nicht so konzentriert heute, ja, und ich habe mir aber überlegt, dass ich dir diesen Tipp geben will, ja. Wenn du abgelenkt wirst, ja, und das habe ich am Anfang ein bisschen scherzhaft gezeigt, ja, wenn du abgelenkt wirst, dann kehre möglichst schnell wieder zu dem zurück, was du gerade machen wolltest, ja. Ich werde genau wie jeder andere abgelenkt, und die Gefahr ist, dass ich dann länger abgelenkt werde, ja, dass ich dann eine halbe Stunde mit etwas anderem verbringe, und ich glaube, man sollte sich da trainieren, oder man sollte, trainieren klingt so, na doch, man sollte sich da darauf trainieren, oder man sollte versuchen, möglichst wieder zu dem zurückzukommen, was man eigentlich gemacht hat. Meine Güte, ich bin so abgelenkt heute. Aber ich denke, es ist trotzdem... ich meine, du lernst trotzdem Deutsch. Ne? Ich wollte nämlich noch zeigen. Hier, guck mal, Frost. Oh. Das nennt man Frost. Ja? Hier. Tau. Ja. Ja, Tau nennt man das eigentlich. Ja, aber es ist auch Frost. Genau, also das ist die Ironie heute, ne? Das ironische Video heute für dich, ein sehr zerstreutes Video über Konzentration, ja? Und der Tipp, der heutige Tipp ist, wenn du abgelenkt wirst, dann kehre zu dem zurück, was du gerade machen wolltest, ja? Du wirst unweigerlich abgelenkt, und dann kehre zur Arbeit zurück.
Ein anderer Tipp ist, meditier. Das hilft auch sehr beim Konzentrieren. Ja? Je mehr du meditierst, nicht unbedingt, aber wenn du meditierst, dann wirst du konzentrierter. Ja? Oder doch, kann man schon sagen. Je mehr du meditierst, desto konzentrierter bist du. Ja? Das ist alles für heute. Ja, ich hoffe, es war unterhaltsam. Okay? Ich hoffe, du hast auch etwas gelernt. Und ja, ich habe in anderen Videos schon über Konzentration gesprochen und ich bin mir sicher, du kennst auch die meisten Konzentrationstipps. Ja, die brauche ich dir nicht nochmal zu sagen. Die Schwierigkeit ist es dann nur, diese Tipps auch anzuwenden. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!